Oh. Eine verschlossene Munikiste. Da kann nur was Gutes drin sein. Missiles, sag ich doch. Alles mitnehmen. Ammunition. Jawoll. 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 Und go. Oh, wetten wir kommen jetzt über die Treppen, Aufgänge, die überflutet sind, nach oben wieder? Bestimmt. Wir haben den Kreis vielleicht geschlossen, aber ich sollte ein wenig Energie tanken. Ja, das sollten wir tun. Na los, gib dir die Spritze, Mensch. Oh yeah. Vielleicht noch einen Schluck Wasser hinterher. Das wird das Stimpak sein, ne? Das macht verdammt durstig. Und wenn wir schon mal dabei sind, frischen Maisfutter. Klasse. Speichern, kurz warten. Aber das reicht mir, was wir hier an Energie haben. Ah, Schande, Mensch. Muss das hier so strahlen? Aber plus eins mehr gibt's nicht, ne? Das können wir nicht mal mit Hilfe des Schutzanzuges umgehen, das plus eins. Dann müssen wir uns beeilen. Los! Oh, noch tiefer geht's. Wir brauchen den Rebreather gleich. Kurz knacken. Abtauchen nicht vergessen. Und hier geht's woanders hin. Nein. Ist immer noch eine Ebene. Hallo? Karata! Box of Detergent. Jede Menge Töpfe und Pfannen. Schon wieder abtauchen. Uiuiuiui. Das wird immer komplexer. Und hier, wo kommen wir hier raus? Das ist die eine Treppe, ne? Cafeteria oder nicht so? Ne, hier waren wir noch nicht. Alles cool. Schön anschleichen. Hallo? Zerfetzt, Mann. Ist das schon wieder ein schwarzes Loch da? Nein, es sah nur ganz schwer danach aus. Gibt's hier was Vernünftiges zu essen? Vielleicht frischen Mais? Wobei, wie frisch kann der hier unten sein? Nee, will ich nicht. Ich will nur frischen Kram mit mir mitnehmen. Der bringt uns auch immer ein bisschen Wasser. Jupp, klar, natürlich, speichern. Weiter, in die Richtung, in die Küche. Jupp, klasse. Nee, nichts, was frisch ist. Können wir noch mitnehmen, den Wein aber nicht mehr. Der ist zu billig mittlerweile, nur noch Wodka. Wodka. Und keine frischen Lebensmittel. Kein Wunder, dass diese Vault vor die Hunde gegangen ist. Nö. Ansonsten nichts weiter hier. Hat man dich schon gelehrt? Nein, shame on me. Wie konnte ich dich übersehen? Du kleine, aber feine Munibox, du. Rechts halten, Atrium. Da könnte es nochmal interessant werden. Und dann müssen wir noch den ganzen Wasserbereich erkunden. Mal gucken, unsere neue Wetzpräzision mal ausprobieren. Aus nächster Nähe, nur noch 95%. Selbst für die Antennenmensch. Direkt auf die Rübe. Sie ist rasend. Veronica, mach du das klar? Oh, hallo, hallo, hallo. Too much trouble hier. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Vorbereitete Rede von Ombudsman Goss Olsen zur alljährlichen Wahl des Aufsehers. Das hören wir uns doch gleich an. Oder ist das was zum Lesen? Nein. Warte mal, hey. Da ist doch das Vault 11 Aufseher Terminal Kennwort. Wir haben es doch. Oh, vielleicht können wir das Wasser oder so ablassen. Und die Rede ist in Textform. Na gut, ich grüße Sie. Zu den Aufgaben des Ombudsmanns gehört es nicht nur... Ombudsmann, was ist das? Gehört es nicht nur, durch die alljährliche Wahlveranstaltung zu führen, sondern auch sie zu dokumentieren. In der Hoffnung, dass eines Tages, nachdem der letzte Aufseher seine Amtszeit beendet hat und in der Kammer unter seinem Büro in den Tod gegangen ist und er still geworden ist in der Vault, dass eines fernen Tages, also ein Archäologe, sei es nun ein Mensch oder ein Angehöriger einer noch unbekannten Ethnie höherer Wesen, unsere Aufzeichnungen finde und sie in den Kanon
der Geschichte einbinde. Doch in letzter Zeit kam mir der Gedanke, dass das eigentlich gar nicht der Grund ist. Ich denke, der wahre Grund dafür ist, wir möchten gerne glauben, dass es irgendwo in der Vault eine Antwort gibt auf all das hier oder dass es vielleicht eine geben wird, wenn die historischen Aufzeichnungen komplett sind und das Gesamtbild vorliegt. Wir wollen, dass es einen Sinn hat. Wir wollen verstehen, warum der Zentralrechner der Vault uns tötet, wenn wir ihm nicht jedes Jahr einen der unseren Opfern... Ach, deswegen will niemand Aufseher werden. Der wird geopfert, höchstwahrscheinlich. Wir wollen voll und ganz begreifen, weshalb wir immer noch diese Wahl abhalten, obwohl seit Jahrzehnten klar ist, dass sie nur durch Korruption entschieden wird. Es gab einmal eine leichtere Zeit, als Wahlen bedeuteten, dass man Hände schüttelte und Babys küsste. Aber heutzutage mit dem Aufkommen der Wahlblöcke und all den Bestechungsskandalen, dem Drogenhandel, Schmuggel, ich find's auch nicht gut, Ellie. Ist okay, Ellie. Alles okay. Und Gott weiß was noch. Da wollen wir wissen, wozu das Ganze. Also, ich bin mal die Archive durchgegangen und ich sage Ihnen, dort werden Sie die Antwort nicht finden. Sie finden einen Bericht des ersten Aufsehers, der sich als einziger im vollen Wissen um die Opfer, die gebracht werden mussten, in die Vault begab. Aber auch er hatte keine Antworten parat. Sonst hätte er gewiss die Wut der Bürger vorausgesehen, als er es ihnen mitteilte. Sicher hätte er sich denken können, dass sie eine demokratische Wahl des Opfers wünschen würden, weil wir Bürger es nun mal gewohnt sind, unsere Hände auf diese Art und Weise in Unschuld zu waschen, dass sein Name ganz oben auf der Liste stehen würde und dass die beiden Posten des Aufsehers und des Märtyrers, Entschuldigung. Ich glaube, meine Pizza kommt. Bis gleich. Jupp, genau, war die Pizza. Ellie hatte sie schon gerochen gehabt. Es gab Knoblauchwurst und Spinat, also auf der Pizza. Aber jetzt geht's hier weiter. Sicher hätte er sich denken können, dass sie eine demokratische Wahl des Opfers wünschen würden, weil wir Bürger es nun mal gewohnt sind, unsere Hände auf diese Art und Weise in Unschuld zu waschen, dass sein Name ganz oben auf der Liste stehen würde und dass die beiden Posten des Aufsehers und des Märtyrers in der Vault 11 auf ewig eins sein würden. Aber er hatte keine Ahnung. Er kannte die Antwort genauso wenig wie wir. Als die Bürgerschaft entdeckte, so steht es in den Aufzeichnungen, dass das Kennwort der Tür zur Opferkammer Betty lautete, der Vorname seiner Frau, und dass die Tür unversiegelt war, sodass er als erstes Opfer dargebracht werden konnte, da habe er beim Hineingehen geweint. Wie ein Kind. Ich kann nur staunen, warum es keine Antworten gibt und warum wir einfach weitermachen, weil wir keine andere Wahl sehen. Und dennoch halte ich fest an der Hoffnung, dass wir eine andere Möglichkeit finden. Ich bitte Sie, alle dringend den Weg zu gehen, den ich gegangen bin, sich an die gar nicht allzu ferne Zeit zu erinnern, als Höflichkeit und Würde noch unser Handeln prägten und als wir uns noch nicht ganz so sehr schämen mussten. Ich danke Ihnen. Danke, danke, danke. Ja, und festgestellt haben wir ja ebenfalls schon, dass wir das Aufseher-Kennwort schon haben. Aber jetzt machen wir erstmal hier unten weiter und dann geht's nochmal zurück ins Büro des Aufsehers. Gibt's hier noch irgendwas Interessantes, was hier eventuell rumliegt? Naja, nur so ein paar alte Rattenleichen. Gut, weiter geht's. Folgt mir, Veronica, meine Gute. Hier geht's wieder hoch. Waren wir unten schon fertig? Ich will doch mal schwer auf ein Atrium. Der obere Bereich. Noch ein Terminal. Das machen wir diesmal zuerst, sonst vergessen wir das. Vorbereitete Rede von Gus Olsen. Ist das die gleiche Rede? Ja, das ist die gleiche Rede, ne? Ellie, bitte. Das geht nicht, Ellie. Ellie, bitte. Ellie, Mäuschen. Mäuschen, bitte. Eine Sekunde, bitte. Naja. Naja, naja, naja. Die Kleine, Mensch, die will mich nur verteidigen. Da war wieder Geraschel am Fahrstuhl. So, schön rechts bleiben. Ellie, geh mal Körbchen, Mäuschen. Geh mal. Da, Körbchen, Ellie. Ja, die steht noch so ein bisschen rum. Die beruhigt sich gleich wieder.
Nö, hier ist gar nichts weiter. Wunderbar. Die Rede kennen wir schon. Wir können wieder nach unten noch ein bisschen tauchen gehen. Da waren ja noch ein paar Bereiche unter Wasser. Aber ich würde schon ganz gerne gucken, ob wir nicht eventuell über das Büro des Aufsehers das Wasser oder so abpumpen können. Vielleicht besteht da eine Möglichkeit. Wo war jetzt nochmal das Büro des Aufsehers? Das stand jetzt nicht zufällig als Extraraum auf der lokalen Karte. Nee, ne? War das überhaupt hier? Das muss hier gewesen sein. Definitiv. Ich guck mal eben ganz kurz. Oder erst tauchen. Ja, erst tauchen ist in Ordnung. Wir haben den Rebreather und wir wissen ihn zu verwenden. Rebreather. Abspeichern. Und auf Tauchstation gehen. Wo kommen wir hier hin? Eigentlich haben wir das Teil. Reaktor. Ja, mach mal auf. Aber nicht, dass wir jetzt wegsterben. Dehydration. Schnell einen Schluck Wasser trinken. Unter Wasser. Mit einem Rebreather im Gesicht. Physikalisch fragwürdig, aber ich beschwere mich nicht. Hallo, ja. Hier ist etwas Schlimmes passiert. Alles schön abtauchen. Das ist der zweite Zugang zum Wasser. Hier waren wir schon, genau. Oh, aber schön, dass sich hier der Kreis schließt. Und so zerbröselt nun mal der Keks. Dankeschön, Jim Carrey, für diese tollen Worte. Aber hier ist nichts weiter, nur ein bisschen Redaway und ein Steady. Kippen, na klar. Ja. Moni, niemals liegen lassen, niemals, nie nicht. Sie können ja nicht warten. Ich bin nur aus Versehen auf Tee gekommen. Ist da ein QR-Code drauf? Die gibt es doch gar nicht in der Welt von Fallout 76. Eine Sekunde, kann man den vielleicht in echt abfotografieren, ist da eventuell. Warte mal, bin ich überladen? Kann das sein? Ja, oh Gott, shame on me. Was machen wir denn jetzt? Kann ich hier was zusammenfügen oder so? Wir müssen ein wenig ausrangieren, aber erst will ich gucken, ob wir eventuell diesen QR-Code abfotografieren können. Geh mal in den Kameramodus, Toggle Free Kamera, zack. Ja, direkt davor. Aber das sieht nicht nach einem brauchbaren QR-Code aus. Eine Sekunde. Google Lens öffnen, bitte. Ja, zeig mal. Nee. Da ist nichts. Okay. Hätte mich auch schwer gewundert. Wäre aber lustig gewesen, oder? Direkt so auf das Facebook-Profil von Todd Howard. Ja, das wär's doch. Veronica, meine Gute. Meine werte Frontkämpferin. Wobei, wir können auch mit Edie kurz Vorlieb nehmen. Seit wann kann Edie schwimmen? Das bin ich. Ich bin wieder in meinem Körper, ne? Aber ich kann nicht mit Edie reden. Ich kann auch gerade nicht Sprint schwimmen. Aber ich kann hier ganz kurz mal hochtauchen. Ist da was Schönes vielleicht? Nee. Nur sehr verstrahltes Wasser. Wir gehen hier raus, kürzen ein wenig den Weg ab. Veronica, wo bist du denn, Mensch, meine Gute? Ist ja ganz mysteriös. Na los. Danke, okay. Ja. Die muss ja irgendwo hier sein, aber Edie, ein paar Tragekapazitäten kannst du uns doch hier abnehmen. Mein kleiner fliegender Packesel, du. Wir brauchen die nicht. Das nicht. Das ist mein aktuelles, ne? Das ist auch aktuell. Oh, stopp nicht die. Oh, die Polizeischrotflinte doch nicht. Die muss ich mir jetzt wieder neu auf die 1 legen. Mein Fehler. Wieder zu übereifrig. Sturmkarabiner behalte ich auch. Und Edie kann auch so viel mehr tragen. Ich meine, wenn wir schon mal dabei sind. Ja. Klar. Warum nicht? Ich glaube, die Sonnenbrille tragen sonst wir. Und wegen dem Rebreather hat er das Ding abgenommen. Unholdhelm brauche ich nicht. Aber der Weltraumanzug ist wichtig. Wegen dem Strahlenschutz. Sonst noch irgendwas vielleicht. Ich meine, wir haben schon wieder 40 Tragekapazitäten. Oh, das Altmetall natürlich. Weg damit. Kippen. Die wiegen auch echt viel, wa? 14 Gewichtseinheiten. Krass. Duct Tape. Brauche ich auch nicht on the fly. Sonst noch irgendwas, was wir hier in unseren fliegenden Begleiter stecken können. Pilot Light, das letzte. Das brauchen wir auch nicht mehr sammeln. Zu billig.
mittlerweile früher gut, heute zu billig. Und Wonderglu. Und schon sieht die Sache doch schon wieder ganz, ganz anders aus. Das war jetzt wieder nur 75% ausgekramt. Aber wir können wieder ganz okay schnell laufen. So, Aufseherbüro. Ihr wisst bestimmt, wo ich hin muss. Nur ich gerade nicht. Aber ich werde das schon finden. 3, 2, 1. Ach hier, guck mal. Wunderbar. Aufseheroffice. Aber hier ist gerade der Weg versperrt. Was für eine Schande. Aber ich mache mir richtig Sorgen um Veronika. Die ist bisher noch nicht aufgetaucht. Ich warte mal kurz. Ein kurzes Stündchen, Veronika. Oh, nicht, dass die Todes irgendwo festhängt oder so. Living Quarters brauchen. Oh, da ist sie. Stopp. Hey, Mensch. Geht's dir gut? Alles cool, alles cool. Wunderbar. Weiter. Auf der Suche nach dem Aufseherbüro. Ach, guck mal, hier ist ja noch eine Tür. Na, die werde ich euch natürlich nicht vorenthalten. Was haben wir denn hier Schönes? Moni, Moni, Mon, Mon. Ganz wichtig, wieder mit dem nicht ganz funktionierenden QR-Code. Nee, diesmal nicht. Diesmal ist es irgendwas anderes. Fragwürdig. Stopp, eine Patrone habe ich liegen gelassen. Aber wenig Relevanz hier. Dann mal weiter kurz in die Richtung geschwommen. Ist ja noch viel, viel mehr vielleicht. War ich hier schon dran, ne? Das hätte ich sonst alles liegen gelassen. Ein schönes Steady. Gute Verkaufsware. Gute Preise. Gute Besserung. Differentialdrucksteuerung. Ich glaube, das ist wichtig. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Schön über Wasser bleiben, Veronika. Und Edie kommt von der anderen Seite. Aber jetzt muss ich wieder wild durch die Gänge laufen und das Aufseherbüro suchen. Ach, hier einfach rein. Ich bin schon zweimal vorbeigerannt. Okay. Aber gefunden ist gefunden. Ich sag mal 3-, ne? 3- ist ein fairer Deal. Aufseherbefehl 745. Mit sofortiger Wirkung ist das traditionelle Prozedere. Das kennen wir doch schon, ne? Ja, das haben wir schon gelesen. Schon ein Dutzend Mal mindestens. Opferkammer. Da, genau. Opferkammer öffnen. Öffnen. Ja, wo ist die denn bitte? Ist die? Ja, die werden wir von hier aufsuchen. Abspeichern. Vorsichtig, Veronika. Pass auf nicht, dass du zermalmt wirst oder so. Das wird spannend. Geh schon mal in Deckung. Glückwunsch, Märtyrer. Ihre fantastische Reise beginnt gerade erst. Gehen Sie bitte weiter in das Licht. Alter, wie cool. Eine Sekunde. Coole Gänge muss ich immer fotografieren. Jawohl, ja. Das ist ja total... total die Message. Ja, noch cooler. Zurück. Zurückgetoggelt. Wir gehen ins Licht. Wie einzigartig. Sterben wir jetzt? Oder wir dürfen raus? Und das war das Geheimnis dann vielleicht. Wir werden nicht wirklich getötet, oder nicht richtig geopfert, sondern herzlich willkommen. Wir dürfen raus. Nee, dürfen wir nicht. Gleich geht es los. Okay, alles klar. Ich setz mich. Krieg auch einen Schnaps vielleicht? Muss ich das Ding anmachen? Nee. Na? Herzlich willkommen, Märtyrer. Hey, hey, hey. Wenn Sie jetzt hier sind, wurden Sie als Opfer dargeboten, damit es Ihrer Vault weiterhin gut geht. Vielleicht fühlen Sie sich im Moment traurig oder wütend. Eventuell haben Sie keine Enkel oder konnten nie eine frische Zigarre genießen. Aber marschieren Sie erhobenen Hauptes, Soldat. Und denken Sie daran, dass jeder von uns eine wichtige Rolle zu erfüllen hat. Die Rolle einiger Leute ist es, Kranke zu heilen. Andere haben möglicherweise einen Rennwagen oder eine Rakete zu steuern. Und einige von uns sind dazu bestimmt, ihr Leben für das Wohl aller zu geben. Natürlich macht das vielleicht nicht so viel Spaß, wie einen Rennwagen zu fahren, aber dafür ist es nicht weniger wichtig. Nehmen wir uns einen Augenblick Zeit, um die Augenblicke Revue passieren zu lassen, die ihr Leben lebenswert gemacht haben. Denken Sie zurück an den Moment... Was? Denken Sie zurück an den Moment, in dem Sie Ihre feste Freundin zum ersten Schlechter Schnitt. Haben. Könnte von mir sein. Oder der Tribüne beim großen Spiel. Oder als Sie nachts ausgebüxt sind, um den neuen Film zu sehen, den Ihre Eltern verboten hatten, weil er zu gruselig war. Junge hatten die Recht. Den Itchy und Scratchy Film. Schon den Moment vergessen, in dem er die Liebe seines Lebens getroffen hat. Was für ein Prachtstück. Das sind nur Beispiele. Spüren Sie dieses aufkeimende Gefühl in Ihrer Brust, wenn Sie an diese Dinge denken? Gut. Das ist das Gefühl von
Frieden. Sie haben ein großartiges Leben geführt. Ein Leben, bei dem der Weg das Ziel war. Aber das ist nur der Anfang. Schließen Sie jetzt Ihre Augen und stellen Sie sich vor, welche Freuden Sie im nächsten Leben, im Jenseits erwarten. Sehen Sie sie? Gut. Oh. Was zur Hölle? Oh Gott, schieß! Edie! Oh Gott, sie kommen! Drogen! Nee, zu spät. Es ist zu spät für Drogen. Killroboter. Boom! Instant Kill, Mann. Mit erhöhter Wetzpräzision. Und dir ebenfalls in deine Hirnrinde. Stopp! Wow! What the heck? Was ist denn hier kaputt? Ich brauche meine Sonnenbrille wieder zurück. Stimmt, die gibt uns mehr Wahrnehmung. Da hatten wir ja was am Anfang ausgewählt gehabt. Es ist zu spät für Psycho. Diese verdammte Cam-Animation. Oh. Ja, genau. Warte mal, wir müssen irgendwo in Deckung gehen. Irgendwo müssen wir in Deckung gehen. Lauf, Veronica. Lauf hier hin. Oh Gott, die stirbt doch weg jetzt. Wir müssen Drogen nehmen, sofort. Wir müssen uns die Zeit nehmen, das schaffen wir sonst nicht. Haben wir überhaupt noch Psycho? Oder rede ich schon wieder die ganze Zeit Quatsch? Schutzwaffen plus 10 ist gelesen. Das muss jetzt reichen. Gib ihm. Ach, wir haben keine AP mehr. Komm her, Edie! Alter Schwede. Schieß auf Veronica, nicht auf Edie. Oh. Ja, ich weiß, neue Gliedmaßen und so. So, erst den Protektor, der ist recht schnell weg. Aber ich glaube, ich sollte lieber mit ballistischen Waffen weiterkämpfen, weil auf die bin ich mehr gebufft. Ich versuch's das nächste Mal mit ballistischen Waffen. Vielleicht kann ich irgendwo an einen Terminal ran oder so. Ja, das ist ein Terminal. Da ist eine Tür. Mach auf. Wow, alles klar, stopp. Veronica, Mensch. Oh. Abriegelung aufheben. Wir können abhauen. Systemaufzeichnung, Lösung Volt 11. Aufzeichnung heruntergeladen. Automatisierte Antwort, Lösung Volt 11. Irgendwas haben wir gut gemacht. Ah, okay. Aber beim nächsten Mal. Diesmal nehme ich einen Stealth Boy. Alles andere haben wir schon durch. Oh mein Gott. Ja, wirklich. Alles andere haben wir schon ausprobiert. So. Cool bleiben. Nicht zu schnell bewegen. Jetzt hier lang. Nicht so nah ran. Schöne große Runde laufen. Die können uns nicht sehen. Es sei denn, wir gehen zu nah ran. Wir müssen abhauen. Oder wir müssen uns zumindest ein bisschen hier durchschummeln. Vielleicht jetzt einen Initial-Save machen, damit wir das nicht wieder und wieder spielen müssen. Aber den Schnellspeicherstand, den behalte ich. Oh, alles cool. Jetzt darüber, nur noch raus hier. Oder ist da hinten noch ein Terminal? Ich sehe keins. Erstmal ein bisschen Raum zwischen uns bringen. Edie! Komm jetzt, Edie! Viel bessere Position. Jetzt können wir den Kampf in die Länge ziehen, wenn wir wollen. Von der Tür aus. Und ich glaube, das machen wir auch. Ich speichere erstmal. Oh, Gott sei Dank, Mensch. Wir sind dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Und die anderen Drogen hat er gar nicht genommen, wa? Kann das sein? Ich sehe nur Mad Axe. Und ansonsten gar nichts. Also kann ich die Drogen nicht hintereinander nehmen. Ich muss immer schön warten, bis er sie genommen hat. Aber Mad Axe wird noch ein bisschen wirken. Wir nehmen zusätzlich noch Rebound. Nimm mal. Komm. Ja, das gilt. Rebound wirkt. Jetzt noch nochmal Shopping für Wochenendkrieger. Das sollte instant funktionieren. Ja, okay. Und dann Steady. Für reduzierte Waffenstreuung. So, und angreifen tun wir mit vielleicht mal so ein bisschen entspannt. Aus dem Hinterhalt mit einem Sniperino-Gewehr. Na, wo sind sie? Wo sind die miesen Mistkerle? Da sehe ich einen. Kriegen wir das hin?
Wusste ich doch. Diese verdammten Kanten, ey. Ha, nein, nicht. Hör auf. Oh Gott, sie ist natürlich eine Frontkämpferin, aber ich habe abgespeichert, ne? Alles wird gut.